Hallo und willkommen zu einem kleinen Unboxing und Test von der Amazon Echo Wall Clock, also einer Wanduhr aus dem Hause Amazon. Hier ist jetzt angekommen, in der deutschen Version ist sie jetzt seit einer Woche erhältlich. Ja, und ich würde mal sagen, wir packen sie direkt mal aus und schauen mal, wie sie aussieht. Ich bin gespannt. Also zack, auf und... Kiste geht auf. Ah. Echo Wall Clock steht da drin. Man soll nicht versuchen, mit einem Handyzeiger zu gehen. Ja. Ein Kickstart-Ad. Den werde ich mir gleich mal anschauen. Erstmal schaut das Gerät an. Also, wir haben hier eine Uhr in weiß. Auch ohne Glas irgendwie davor. Dann haben wir Batterien. Eine Schraube mit Dübel für die Wand. So, hier ist eine kleine Kurzanleitung. Auf Deutsch steht hier oben, dass hier in der Mitte ist eine kleine Schaltleuchte. Dann, man soll die Batterien einsetzen. Man soll halt sagen, richte meine Echo Wall Clock ein. Aufhängen und dann gibt es hier die verschiedenen Statuskarten. Orange blinkend, dann befindet sie sich im Kopplungsmodus. Blau leuchtend ist gekoppelt, blau blinkend, Zeitsynchronisierung, gelb leuchtend, Benachrichtigung auf gekoppelten Echo-Geräten empfangen, einmal rot blinkend ist Batteriestand niedrig und dreimal blau blinkend nicht verbunden. Es geht um diesen kleinen Punkt hier in der Mitte. So, dann nehme ich nochmal direkt erstmal die Batterien ein hier. Eins, zwei, drei, vier. So, und jetzt ist hier hinten so ein kleiner blauer Knopf, den drücke ich mal. Ich denke mal, den muss man drücken, damit der irgendwie aktiviert wird. Hier steht auf dem Bild auch irgendwie sowas von dem Typen, der darauf drückt, aber steht nichts davon, dass man es drücken soll. Alexa, richte meine Echo Wall Clock ein. Okay, halte die Verbindungstaste an der Rückseite der Uhr bis zu 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht am Zifferblatt orange blinkt. Die Kopplung kann bis zu einer Minute dauern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Licht blau leuchten. Du kannst die Uhr auch in der Alexa-App verbinden, beziehungsweise die Verbindung lösen, in den Bluetooth. Deine Echo Wall Clock ist gekoppelt. Das Licht blinkt ein paar Minuten blau, bis deine Uhr auf dieselbe Zeit wie dein Echo-Gerät eingestellt ist. Die Zeiger werden sich dabei mehrmals bewegen und wieder anhalten. Sobald die Zeit eingestellt ist, kannst du einen Timer einstellen oder fragen, was kann die Echo Wall Clock? Echo Wall Clock. Jo. Dann würde ich sagen, warte ich mal kurz ein bisschen und dann werde ich gleich mal einen Timer einstellen. Jetzt hat sie gerade begonnen, sich wieder im Kreis zu drehen und scheint stellt sie jetzt gerade die Uhrzeit ein. So, ich glaube, sie hat sich jetzt dabei eingerichtet. Denn der Zeiger bewegt sich so ein kleines bisschen, ist aber richtig in Uhrzeit eingestellt. Und dann versuche ich das jetzt mal den Timer an. Also, Alexa, stell mir einen Timer auf 15 Sekunden. 15 Sekunden, ab jetzt. So, und jetzt leuchten die Lichter hier im Sekundentakt. Ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Minuten hätte, würde das genauso wie Minuten erst runtergehen. Wenn dann das auf 1 Minute ist, ticken die Sekunden so runter. So. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Alexa, stopp! Alexa! Stelle einen Timer auf 1 Minute 10 Sekunden. 1 Minute und 10 Sekunden, ab jetzt. Genau, jetzt zeigt er mir da 2 Minuten quasi an. Und gleich bei 1 Minute fängt er das Ticken an, genau. Ja, ich würde mal sagen, das funktioniert. Dann kann die Uhr jetzt an die Wand. Ich schaue mal so, wie es auf Langzeit wird. Theoretisch sollte jetzt zum Beispiel hier eine gelbe Leuchte leuchten, wenn eine Benachrichtigung kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen gerne melden. Ich kann einiges ausprobieren einfach dann. Und dann bis bald. Tschüss. Ich habe jetzt im Nachhinein sogar nochmal festgestellt, dass man sogar mehrere Timer gleichzeitig anzeigen lassen kann. Ich demonstriere das jetzt mal schnell. Alexa, stelle einen Timer auf 20 Sekunden. 20 Sekunden. Alexa, ab jetzt. Stelle einen Timer auf 10 Sekunden. 10 Sekunden, ab jetzt. So. Gehe ich mal zur Uhr hin. Und das ist eben jetzt einmal die normale Zeit und dahinter noch ein Strich für die zweite Zeit.